Also unmittelbar nach einer Wurzelkanalbehandlung kommt es sicherlich darauf an, in welchem Zustand der Patient vorab gekommen ist. War eine Schwellung vorhanden? Gab es einen Eiteraustritt aus dem Kanal? Ist potenziell Bakterienstreuung vielleicht möglich? In diesen Fällen, in diesen invasiveren, in diesen schwerwiegenderen Fällen, sollte erstmal ein paar Tage ruhiger gemacht werden, auch vielleicht sogar kühlen, ist angesagt. Eine Nachkontrolle nach ein paar Tagen beim Zahnarzt ist empfehlenswert. Wenn es jetzt allerdings ein symptomfreier Zahn ist, den man durchaus auch Wurzelkanal behandeln muss, dann kann man je nach Befinden vielleicht sogar am gleichen Tag noch Sport machen. Das Thema Rauchen ist tatsächlich immer ein Thema, was man als ein guter medizinischer Berater verneinen sollte. Also insofern würde ich sagen, erstmal nicht rauchen, obwohl das eigentlich keine Bewandtnis hat für die Wurzelkanalbehandlung. Das hat eher eine Bewandtnis, wenn man oralchirurgische Eingriffe durchgeführt hat.